Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ich es euch in den letzten beiden Videos schon angedroht habe, gilt es, dieses Regal neu zu sortieren. Ich habe nämlich ein paar neue Bücher im April bekommen, habt ihr ja im Neuzugänge-Video gesehen. Und die müssen irgendwo da noch Platz finden und aktuell sieht das nicht besonders gut aus. Ja, wir werden das jetzt alles mal ausräumen. Dann nutze ich gerade die Gelegenheit dazu, es auch noch mit sauber zu machen. Und dann sortieren wir das nochmal komplett neu ein. So ist der Plan. Ja, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle oder nicht, sei mal dahingesagt. Ich erkläre euch kurz die Problematik. Also, ganz oben stehen, das seht ihr jetzt leider nicht, stehen die Self-Publisher-Bücher. Und da stehen auch noch die Nena Tramontani Bücher dabei und die Bücher aus dem Hardcraft Verlag. Unten drunter ist ein kleines Fach. Ich kann es euch gleich mal kurz einblenden. Da ist ein kleines Fach, da stehen alle Emma Scott Bücher drin. Ich habe allerdings jetzt neue Emma Scott Bücher und deshalb passen die nicht mehr da rein. Dementsprechend muss Emma Scott woanders hin umziehen, wo mehr Platz ist. Dann kommen die ganzen, das könnt ihr jetzt hier sehen, da sind die ganzen Lux-Bücher, oder seht ihr das? Ne, seht ihr nicht. Ihr seht erst ab hier. Und drüber sind die ganzen Lux-Bücher von Bianca Iosivoni und Ava Reed und die LJ Shen-Bücher. Alles aus dem Hause Lux. Da habe ich jetzt eben neue Bücher von den Boston Bells. Die müssen da nämlich auch noch rein. Und dann geht es weiter mit dieser Reihe. Da fängt es nämlich schon an mit Kiss. Da sind die Ever und Blue von Nicola Hotel. Da ist die ganze Schattentanztier-Magier-Reihe, da gibt es nämlich jetzt auch noch einen vierten Band dazu. Der liegt aber auf meinem Rollwagen. Dann die ganzen Lena Kiefer-Bücher, alles von Lux. Da habe ich das Problem, dass manche davon Hardcover sind und manche eben Softcover. Da muss ich auch noch gucken, wie ich das mit meinen Zwängen vereinbare. Dann fehlt dort eben noch die Cold Heart-Reihe, die zu Westworld gehört. Hier haben wir noch mehr Kiss-Bücher. Da muss ich auch mal gucken, wie ich das mache. Hier ist das ganze Lily Lucas-Zeugs. Also, ja. Ihr seht, da ist noch viel Arbeit. Hier ist DTV, Löwe und Carlsen. Ich habe es ein bisschen nach Verlagen sortiert. Ja, wir räumen das jetzt erstmal alles aus, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze neu organisieren wollen. Und hier unten, ich weiß nicht, nee, das seht ihr auch nicht, da liegen manche Bücher einfach gestapelt, weil ich da auch nicht mehr wusste, wo ich sie hinmachen soll. Unten sind noch englischsprachige Bücher, zum Beispiel die Waypoints von Sam Hugan, wo ich in London gekauft habe und lauter so Krams. Da steht halt die ganze Zeit mein Stuhl davor, dann sieht man das nicht so. Aber trotzdem möchte ich für mein Gewissen ja, dass das Regal ordentlich ist. Ich weiß, ich bin sehr zwanghaft. Ich arbeite dran. Aber ja, jetzt legen wir los. Jetzt wird das erstmal ausgeräumt und dann machen wir uns mal Gedanken, wie wir das neu einsortieren. Kurzer Zwischenstand, also ich bin noch nicht fertig mit Ausräumen, aber ich denke jedes Mal, ach, so viele Bücher hast du doch gar nicht. So viel sind es ja gar nicht in dem Regal. Eine Handvoll. Weil man die dann mal so ausräumt und sieht, wie oft man hin und her laufen muss, bis man das Regal überhaupt mal leer hat, ja, da macht man sich doch dann ein paar mehr Gedanken.
mir ist jetzt richtig warm und ich muss jetzt mal gucken, wie ich das mache. Also ich habe einen groben Plan, wie ich es gerne einrichten würde. Hier ganz oben würde ich zum Beispiel gerne ein extra Fach immer noch für Self-Publisher und Emma Scott machen. Und in das kleine Fach, wo vorher Emma Scott drin war, würde ich gern aktuell alle Lena Kiefer Bücher reinmachen. Wie es dann weitergeht, muss ich sehen, wenn ein paar Bücher davon jetzt erstmal weggeräumt sind. Ihr Lieben, es ist vollbracht. Ich habe alles wieder irgendwo ins Regal einsortiert, beziehungsweise fast alles. Ich habe ein paar Bücher aussortiert, die dann eben in meinem nächsten Book on Haul auftauchen werden. Ich werde jetzt nach und nach mit euch durchgehen und euch sagen, was ich mir dabei gedacht habe. Das ist ja immer so eine Frage, sortiert man es nach Farben, nach Autoren, nach Verlagen, nach Genre, nach Thematik, whatever. Es ist, ja, wenn man einen Bücherwurm fragt, eine Neverending Story, das Bookshelf neu anzurichten. Ich bin auch noch nicht so 1000% zufrieden. Ich weiß nämlich genau, dass noch andere Bücher kommen werden, wo ich jetzt keine Lücke für im Regal habe. Ja, ich würde sagen, wir schauen es einfach mal durch und dann sehen wir weiter. Wie bereits erwähnt, fangen wir oben an mit der Emma Scott Abteilung. Also da gibt es ja noch viel, viel mehr Bücher von ihr, die ich leider noch nicht habe. Wenn ich mir neue kaufe, dann wird das sehr schwierig. Hier haben wir jetzt alle Bücher aus dem Hardcraft Verlag, die ich habe, also so viel sind es noch nicht. Und meine Bücher inklusive meiner Figuren und meiner Autorentasse. Und hier diese Abteilung, hier haben wir Self-Publisher, auch hier oben, das ist auch ein Self-Publisher-Buch. Dann hier, das sind Autoren, die ich eben über Bookstagram kenne, die ich zuerst über Bookstagram kannte, die dann Autoren wurden, beziehungsweise Lea kenne ich von einem Tribute von Panem Fan-Event und dann habe ich ihren Account entdeckt irgendwann mal, oder dann hat sie ihn gestartet. Ich kenne sie schon länger, als sie ihren Account führt. Und Melanie Lane kenne ich eben auch von Bookstagram. Dann, wie bereits gesagt, hier meine Lena Kiefer Abteilung. Weil das hier eben Hardcover-Sonderausgaben sind, habe ich jetzt die Sonderausgabe von Laura Kneidels Someone to Stay auch dazu gemacht. Da gibt es natürlich noch einen dritten Band, der kommt dann dahin. Da muss der hier weichen. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache, dass ich vielleicht den zu den Hardcovern mache, aber eigentlich gehört dieses Buch und noch ein weiteres zu dieser Reihe. Das hier sind aber die Sondereditionen. Also es ist kompliziert, also mit diesem Fach bin ich noch nicht so 100% zufrieden, aber ja, we will see. Hier haben wir dann weiter die Lux Abteilung, also die Boston Bells, alles von L.J. Shen. Noch weiter Lux und hier haben wir Annabel Steele und das ist zwar kein Lux, aber die beiden Bücher sind auch von Annabel Steele. Hier fehlt allerdings noch Band 3 und hier fehlt Band 3. Ich gehe mal davon aus, dass die dann nochmal rausfliegen und dann eben zu den Mira Taschenbüchern kommen, aber aktuell haben sie jetzt mal noch hier ihren Platz. So, dann machen wir weiter. Hier ist immer noch Lux. Die ganze Bianca Iosivoni und Brittany C. Cherry-Schose. Dann fängt hier Kiss an. Deshalb habe ich hier so dieses Pflanzenteil als Trenner quasi. Fangen wir mit Nicola Hotel an. Hier, oh, The Things I Leave Unfinished, ich liebe es. Ich habe auch noch eine weitere Reihe von Nicola Hotel, aber die passt hier farblich gar nicht rein. Deshalb habe ich das gesplittet. Dann eben hier die History of Us-Reihe, die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Reihe von Nanja Oma. Dann meine absolute Lieblingsreihe, die Tiermagierin. Da gibt es eben auch schon einen vierten Band. Der liegt aber noch auf meinem Rollwagen. Ah, dann machen wir hier weiter mit Kiss. Kiss, Kiss, Kiss. Hier ist die zweite Reihe von Nicola Hotel. Kiss, Kiss, Kiss. Hier kommt noch ein Bryn Mawr Academy hin. Bei diesem Buch, das habe ich immer noch ungelesen und ich habe es jetzt schon so lange ungelesen. Ich bin noch unschlüssig, ob ich es überhaupt noch lesen werde. Dann würde das eventuell rausfliegen. Ja, dann wäre Platz für den dritten Bryn Mawr University Band. Hier ist alles von Tessa Bailey. Da fehlt auch noch ein zweiter Band. Actually Yours heißt der. Der kommt jetzt aber erst raus. Hier haben wir Carlston und die Reihe von Valentina Fast aus dem DTV Verlag. So, bei Lily Lucas ist es ungefähr gleich geblieben. Ich habe nur die
Seiten geswitcht, damit das irgendwie optisch schöner aussieht mit niedrig, hoch, niedrig. Die Deko ist auch ungefähr gleich geblieben. Hier habe ich jetzt alles von Knauer, was ich so an einzelnen Büchern habe. Und das ist, glaube ich, aus dem Hause One. Da gibt es auch noch zwei Bände, da gibt es auch noch zwei Bände, da gibt es auch noch zwei Bände. Aber da ich von allen nur den ersten Band habe, habe ich die jetzt mal gerade zusammengewürfelt. Dann haben wir hier Kira Kroh und Löwe Intens. Bisschen Pieper Verlag, hier alles von Nena Tramontani. Und hier meine Colleen Hoover Ecke. So, jetzt kommen wir noch ein Stückchen tiefer. Hier haben wir die Catching Up with the Carters Reihe. Da fehlt auch noch der dritte Band. Den könnte ich aber dann hier hinmachen und das Buch von Inka Lindberg wegmachen. Hier haben wir so die Bücher, die so ein bisschen kleiner sind als die anderen. Die habe ich jetzt alle übereinander gestapelt. Das hat ganz gut gepasst. Hier kommt dann das Einzige, das ich, glaube ich, aus dem Hause Everlof habe. Aktuell. So, jetzt müssen wir das irgendwie nochmal rein. Dann machen wir gleich. Dann haben wir die Goldmann-Bücher aus der Spicy Spring-Reihe. Hier haben wir auch nochmal One. Ein bisschen DTV und Ravensburger. Hier ist also ein bisschen gemischt. Und hier haben wir auch so ein paar Bücher, die ein anderes Format haben. Die sind halt hinter Tiffidi versteckt, damit man das nicht so sieht. So, und hier unten ist wieder meine Chaos- und ich habe keine Ahnung, wie ich es einsortieren soll, Ecke. Also hier sind die englischsprachigen Bücher, die ich aus London mitgebracht habe. Dann Jojo Moyes, da fehlen ja auch noch zwei Bände. Hier so ein bisschen Mischmasch, was auch immer. Und hier eben noch so meine kleine Pyramide, keine Ahnung, wie ich es nennen will, bei denen ich auch noch nicht weiß, ob ich die überhaupt lesen möchte. Also jedes einzelne hat ein großes Fragezeichen dahinter, ob ich die überhaupt noch lesen möchte, weil ich die bestimmt schon 5 Jahre auf meinem Sub habe. Ihr Lieben, das war meine New Adult Buchregal-Neuanordnung. Ihr könnt mir ja gerne jetzt mal verraten, wie ihr euer Bücherregal einsortiert habt. Also mir fällt das tatsächlich immer sehr, sehr schwer. Aber so alle paar Monate, alle 2 Monate oder so, kriege ich den Rappel und muss das alles einfach neu machen. Ich denke, aktuell bin ich noch halbwegs zufrieden mit meinem Fantasy-Regal, aber das wird so, ich gebe mir mal 1 Monat, dann wird das auch folgen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag, genießt ihn, habt's fein und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!